Wenn ihr diesen Kanal schaut, bessert sich euer Leben. Guten Morgen! Was für ein arrogantes Statement mag der ein oder andere denken. Und wenn man das so ganz losgelöst betrachtet, ja, löst es in mir eigentlich auch dieselbe Reaktion aus. Aber genau deshalb muss mal ein Video ja, meiner Meinung nach her, um auch zu erklären, warum unter anderem auch in meinem Abo-Button hier oben eben auch das steht. Abonnier mich, lebt besser. Ist es denn wirklich so? Und was macht besseres Leben denn eigentlich aus? Das Allerwichtigste in diesem Leben ist, dass man offen bleibt und sich den Dingen, egal wie grausam, dumm oder bizarr sie sich in erster Linie anhören, offen stellt. Man kann nie ausschließen, dass man sich irrt. Ihr wisst aus unzähligen Beispielen und Erfahrungen aus eurer Vergangenheit, wie man, ja, wie man euch beliebig manipulieren kann, wie man Glaubenssätze, ja, verinnerlichen kann, die sich danach als falsch herausstellen für einen selber. Jeder von uns ist manipuliert, bewusst oder unbewusst, mit guten oder mit schlechten Absichten. Das beginnt bei der Erziehung durch die Eltern und endet irgendwo in der Marketingabteilung von Unternehmen. Und so kann sich eben keiner sicher sein, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und so ist es eben notwendig, dass man verdammt nochmal auch die Möglichkeit inkludiert, dass man sich täuscht. Was aber passiert bei den meisten YouTube-Kanälen? Was ist die Grundlage der meisten YouTube-Kanäle? Ein Dogma, ein grundlegendes, fixes Konzept. Es gibt den veganen YouTuber, den man sich anschaut, wenn man die Vorteile der veganen Ernährung hören will. Und der sagt nicht, Fleisch ist gut, da kann man sich drauf verlassen. Und ja, wenn man Inspiration diesbezüglich braucht, geht man auf diesen veganen Kanal. Den Bodybuilder, der mir tolle Übungen zeigt, wie man Muskeln aufbauen kann und eine proteinreiche Ernährung propagiert. Den Verschwörungstheoretiker, der mit seinen Videos meine Ängste, die ich habe, nährt. Die bewusster Leben-Kanäle, die Dogmen nennen, um dass man seinem Leben dann mit der Umsetzung dieser Dogmen dann das Prädikat bewusst aufstempeln kann, obwohl das nichts mit Bewusstsein zu tun hat. Die Unterhaltungskanäle, die uns einfach zum Lachen bringen, aber auch ganz einfach nur neuronale Netze bedienen und, ja, und uns in diesen auch gefangen halt. Die Haterkanäle, die eben nur ihren Sinn daraus ziehen, den Menschenhass und die negativen Emotionen damit zu kultivieren oder die Sensationsgier. Und die Liste ließ sich noch mit einigen grundlegenden Konzepten verlängern. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das sind alles Kanäle, die in einer Schiene der gleichen Bewusstheit verweilen. Sie sind nützlich für euch mit dem Sinn, den ihr diesen Kanälen gebt. Aber sie erweitern eure Bewusstheit nicht. Da sie immer wieder, ja, eben sogar viele der bewussten Kanäle, immer wieder dieselben Dinge aus der gleichen Blickrichtung betrachten und nicht immer wieder neu kritisch hinterfragen. Letztlich sind viele erfolgreiche Kanäle auch darauf angewiesen, immer wieder dasselbe erfolgreiche Konzept zu bedienen. Sonst sinken die Klickzahlen, weil der Mensch ist so konzipiert, er möchte das hören, was er eigentlich schon weiß. Und wenn etwas hört, was er nicht weiß bzw. woran er nicht glaubt, dann wird es schwer mit vielen Klicks. Es gibt Kanäle, die haben angefangen als dynamischer und bewusster Kanal, selbstreflektiert, Erfahrungen gepostet und, ja, und enden in einer selbstgeneriert fixierten Welt voller Dogmen und Glaubenssätze, aus denen sie nicht mehr raus können, weil sie davon leben. Ja? Die Gefahr, da bin ich mir auch bewusst. Ich muss genau hinschauen, ob ich auch nicht zu so einem Rohkostfanatiker werde oder was auch immer. Ich muss mich da immer wieder selber fragen, weil unser Gehirn funktioniert so, dass man sich da gerne da reinfallen lässt, weil es bequem ist. Also wir werden es auch bei mir beobachten und erinnert mich an dieses Video, wenn ich, wie gesagt, ich habe den Anspruch schon selber für mich täglich zu verifizieren, ob ich noch das lebe, was ich leben möchte und was Leben bedeutet, aber ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere und von daher immer bewusst bleiben. Die Erde dreht sich und auch die Energien, die das Universum ausmacht, die sind auch alle dynamisch und sobald das menschliche Denken der Meinung ist, dass es nun Bescheid weiß, also dass ich jetzt das erfahren habe, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, da kann das schon gar nicht mehr korrekt sein, weil das ist weitergegangen. Leben ist Veränderung und wenn ihr euch mit jedem Video auf irgendeinem Kanal, den ihr abonniert habt, wohlfühlt und bestätigt fühlt, anstatt neue Gedanken zu fassen und eure bisherigen Glaubenssätze auch mal kritisch zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass ihr immer neu denken müsst, sondern ihr könnt auch die einfach bestätigt wissen, aber sie einfach nochmal kritisch hinterfragt. Dann ändert dieser Kanal euer Leben nicht mehr, wenn er das nicht
initiieren kann in Euch, sondern er bedient das fixe Konzept, was Ihr Eurem Leben gegeben habt. Ihr hört auf zu leben. Ein guter Kanal, der Euer Leben verbessert, so wie dieser hier, da muss manchmal wehtun. Ein solcher Kanal muss kontroverse Fragen aufwerfen und diese analysieren, ohne dass das Ende klar ist. Auf einem guten Kanal müssen auch zwei gegenteilige Meinungen in den Kommentaren respektvoll anerkannt werden und auch dann stehen gelassen werden. Also nicht, dass man dann immer weiter diskutiert, sondern einfach sagt, okay, wir kommen nicht auf einen Nenner. Aber dass das respektvoll geschieht, das ist ein ganz, ganz großer Indikator von einem guten Kanal. Die Welt ist nicht gelöst und es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Das Ziel, was so ein Kanal hat wie dieser hier, das ist keine homogene Masse an Lemmingen, die demselben Ideal folgen und sich dann bewusst nennen, sondern das Ziel ist eine kritische, eine wirklich bewusste im Sinne einer tatsächlichen Bewusstheit und nicht einem ökologisch-ethisch-moralischen Dogma und sich gegenseitig prüfende und immer wieder selbst in Frage stellende Masse an Menschen, die die geistige Evolution der Menschheit vorantreibt. Das ist das, was hier auf unserem Kanal passiert. Und ich sage bewusst, bewusst unseren Kanal. Da wir hier alle, die kommentieren, die daran arbeiten, die den Content produzieren, die es finanziell unterstützen, die es durch das Teilen der Videos unterstützen und so weiter, all diese Menschen, also wir schaffen diesen Kanal. Das eine gäbe es und das andere nicht. Es gäbe den Kanal nicht ohne mich, das ist klar. Aber es gäbe den Kanal auch nicht ohne Euch. Wir sind der Kanal, denn wir sind die Bewusstheit, die diesen Kanal überhaupt erscheinen lässt. Und wir bedeutet bei dem Anspruch, den dieser Kanal hat, dass hier einem Fleischesser genauso willkommen ist wie ein Veganer. Ein Kinderschänder darf genauso das Wort ergreifen und sich darstellen wie der Papst. Und Udo Pollmer ist ja genauso erwünscht wie Gary Jourovsky. Hier geht es darum, individuell zu wachsen, ausgehend von seiner aktuellen Situation, das Leben in seiner Komplexität und seiner eigenen Demut anzuerkennen. Mehr zum Leben selber werden. Die Utopie, dass wir ein Leben haben, was ausgefüllt werden muss und nicht das Leben Sinn zu den Akten zu legen und anfangen durch unseren Geist, durch unsere Bewusstheit die Brücke zu ebnen, um den Zugang für ein Bewusstsein zu schaffen. Die Ebene, wo wir nicht darüber nachdenken, Leben zu sein, sondern wo wir Leben sind. Das ist tatsächlich das beste Leben. Und wir werden alle, wie wir hier sitzen, aufgrund unseres Gehirns maximal immer zeitweise wirklich Leben sein. Aber wir können daran arbeiten, dass es häufiger passiert, zu leben. Und das bedeutet eben dann, das Leben zu verbessern. Deswegen sendet der Kanal auch täglich, weil man täglich daran arbeiten muss, zu sein. Denn man muss sich eben den ganzen Einflussfaktoren extern durch die Umwelt und intern durch unseren konditionierten Geist auch immer wieder täglich stellen. Und von daher muss man auch wieder täglich daran arbeiten, dass man bewusst bleibt. Sobald man etwas als gelöst anerkannt hat, da geht es nur ums Unterbewusstsein. Und damit fangen an, die Automatismen unseres Hirns zu arbeiten und die Kontrolle wieder zu übernehmen. Und wir verrennen uns in Dogmen. Wir Menschen sind und waren immer in der Entwicklung. Und das Erschaffen eines dynamischen, kohärent mit den Schwingungen des Universums existierenden und vor allem gemeinsamen, nicht formal abgegrenzten Geistes, das ist die Zukunft. Jeder, der erleuchtet ist, weiß, dass wir alle eins sind. Aber unser Geist, der versteht das nicht. Weder der der Erleuchteten noch der Geist derer, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Wir müssen täglich daran arbeiten, das ist unsere Bestimmung. Wir müssen Dinge immer wieder in Frage stellen mit unserem Geist. Wir müssen unsere erratischen Verhaltens- und Denkweisen hinsichtlich von Stringenzen überprüfen, um dann eben Stück für Stück sich einer Wahrheit zu nähern, die dann am Ende dieses Prozesses eben nicht mehr im Denken liegen wird, sondern eben wie schon vor uns auch angesprochen, eben im Sein. Aber von nichts kommt nichts und wir tun unser Bestes. Es tut manchmal weh, manchmal hat man auch keinen Bock drauf und manchmal verfällt man in alte Muster. Das gehört alles dazu, wir sind Menschen. Aber das ist das, was diesen Kanal ausmacht. Menschlichkeit, Ehrlichkeit, gegenseitiger Respekt und Toleranz. Und all dies verbessert das Leben, eures und meins. Das wollte ich nochmal explizit in diesem Video gesagt haben. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.